Cannabis ist in Deutschland sehr beliebt. Die meisten Konsumenten nutzen Gras oder Haschisch zum Feierabend und kommen damit gut zurecht. Aber da Cannabis illegal ist, können sie es nur auf dem Schwarzmarkt kaufen. Dort laufen sie immer Gefahr, verunreinigtes Cannabis zu erwerben. Neben klassischen Streckmitteln wie Haarspray, Bricks und Co. bedrohen seit einiger Zeit vor allem synthetische Cannabinoide die Gesundheit der Konsumenten. Das sind Substanzen aus dem Labor, die keinen natürlichen Ursprung haben und nicht in natürlichen Hanfblüten vorkommen. Sie wirken wesentlich stärker als THC und können schon bei geringen Mengen gefährlich sein, bis hin zu lebensbedrohlichen Vergiftungen. Das Problem mit diesen Substanzen: sie sind ohne Labortechnik nicht erkennbar. Konsumenten bemerken sie meist erst nach Eintritt der unerwarteten Wirkung. Akut Vergiftete können das Bewusstsein verlieren, haben Herzrasen, Krampfanfälle oder reagieren gewalttätig, aggressiv oder psychotisch. Synthetische Cannabinoide sind hinter Heroin und Methamphetamin die dritthäufigste illegale Stoffgruppe, die zu notfallmedizinischen Behandlungen in Krankenhäusern führt. Allein zwischen Mai und August 2020 starben in Ungarn 21 Menschen. Auch in Deutschland gab es schon Todesfälle. Daher der dringende Warnhinweis: solltet ihr auch nur den geringsten Zweifel an eurem Gras oder Hasch haben, schmeißt es lieber weg. Die Gesundheit geht vor. Noch mehr Strafverfolgung wird das Problem nicht lösen. Denn die Kombination von minderwertigen Hanfblüten und spottbilligen Chemiedrogen bringt verantwortungslosen Dealern nie dagewesene Gewinne. Nur ein legaler, regulierter Markt mit entsprechenden Qualitätskontrollen kann Millionen Konsumenten vor dieser Gefahr schützen.